Hallihallo, Minecraft-Freunde, willkommen zu einer ganz kurzen Runde Sky Factory 2 zusammen mit dem Piken LP. Hallihallo. Hallihallo, nix Minecraft-Freunde. So, ich habe hier so offline ein paar kleine Sachen gebaut. Einmal hier den Recycler, da kann ich jetzt jede Menge Schrott, den ich aus Lootbags. Ich habe die Bücher getötet. Ich habe die Bücher getötet, verdammt. Naja, da habe ich jetzt Pech gehabt und kann die Überraschung doch nicht machen. Hier kann man jetzt Sachen reintun und dann bekommt man Lootbags dafür, wenn man da sehr viel Crap reinwirft, die man dann öffnen kann. Ansonsten, hier sind hoffentlich wieder welche zusammengekommen. Ja, ich nehme mir nochmal die Minizio-Essenz mit und die Fäden raus und tue das hier oben in die Kiste rein, damit wieder automatisch Erze und so, automatisch Erde und so weiter. Hier das Zeug noch. Und ansonsten habe ich, hier seht ihr es in meinem Inventar, offline sehr viele Lootbags geöffnet und sehr viele Sachen rausbekommen, von denen ich teilweise überhaupt keine Ahnung habe, was die mir bringen. Und auf dem letzten Thumbnail hat man es schon gesehen, ich habe ein paar mehr Erze, ein paar mehr Pflanzen gepflanzt von den Kohle-Seeds. Und der liebe Piken LP, oh, warte, sorry, mein Handy hat gerade gepiept. Bei Clash of Clans ist meine neue Planwo fertig und ja, egal. So, kommst du mal kurz her, dann kann ich nämlich mal was Schönes geben, ob es falsch geht. Ja, aber ich bin hungrig. Kein Problem, kann er auch was geben. Mein Bauch tut weh. Okay, und zwar such dir mal. Oder pass auf, kennst du dich mit Magical Drops ein bisschen aus? Nein? Okay, dann such mal nach dem Harvester. Oh, du hast einen. Kann es sein, dass du ein Kohle-Seed aufgesammelt hast? Die sehen so aus. Du hast das Feld kaputt gemacht. Oh mein Gott. Boah, ich hab mich jetzt ein bisschen erschrocken. Ich dachte, wär's jetzt gestorben oder sowas. Du darfst dich da nicht reinstellen. Alter, was war denn das? Ich hab dich nicht geschlagen, du standest in den Pflanzen drin. Okay, hier, platzier den hier irgendwo. Hier, platzieren halt auf diesem Block, wo ich gerade stehe. Ja, halt oder da. Egal. Folgendes, du guckst jetzt mal nach dem... Hä? Bist du da? Okay. Du guckst jetzt mal nach dem Rezept für den Harvester. Was wir da so brauchen. Harvester und Planter. Harvester und Planter. Du guckst nach dem Planter, ich nach dem Harvester, okay? So, warte, muss mal fragen, wenn ich E drücke, dann wird mir hier rechts diese Liste nicht angezeigt worden. Probier's mal mit O. So. E drücken und dann O. Ach so. Okay. Jetzt folgendes. Ein Kommentar von dem netten Typen Vero Gamer. Und zwar, lol, sein Minecraft ist gerade abgestürzt. Ich soll mir eine Hacke, Mentor oder sowas mit Glück verzaubern. Und ich würde sagen, gucken wir mal, was wir so uns daraus Schönes machen können, wenn wir hier bei einer Madhawk sind. Ex-Head, Shovel-Head. Okay. Muss ich... Hier ist Dancing Table? Ja, genau. Ex-Head, Shovel. Obsidian, Nether, Bone? Ich glaube, ich nehme Obsidian. Das klingt stark. Ansonsten noch. Axt, wo ist die Axt? Da. Kann auch Obsidian und dann so eine Toolrod. Hier. Ich kann auch Obsidian machen. Bei uns einfach aus Obsidian. Ein wunderschönes Schwert. Also hier Obsidian rein. Schaufelkopf. Obsidian, Schaufelkopf. Dann Axt. Obsidiankopf. Wie lange dauert es bei dir, bis es gestartet ist? Hast du jetzt gestartet? Aber... Ah. Oh, das ist eine Kiste mit so. 21 Schweinen.
Hä? Geht das nicht? Händel, ich habe das Falsche gemacht. Hier, ich hoffe, ich habe jetzt noch genügend Sachen dafür. Da bist du wieder, hallo. Ich bin gerade nur Erde. Tool. Ich glaube, das ist das Richtige. So, sehr schön. Also, du guckst nach dem Planter und ich nach dem Harvester. Okay. Aber jetzt mache ich mir erstmal meine Wheatforge 3 Mentor. Und ich brauche jede Menge. Planter. Du hast ein besonderer Planter sein? Oder einfach nur Planter, den von Mine Factory Reloaded. Und den ganzen Block, nicht die halbierten. Okay. Dafür brauche ich einen Pisten. Achso, Ja, crafte einfach drauf los. Das ist kein extrem spannendes Rezept. Ich nehme mir eine Zeit. Du musst Plastik herstellen, das habe ich alles schon mal gemacht. Von daher nichts so Spannendes. Ach, wo ist denn mein ganzes Lapis? Hast du zufällig irgendwo Lapis gesehen? Nein. Hä? Hier nicht? Da nicht? Ich guck mal dort hinten. Irgendwo habe ich sehr viel Lapis gehabt. Ich weiß aber nicht mehr wo. Nee. Da ist ein halber Stack. Das reicht aber noch nicht. Vier Stück. Hier ist wieder viel Erde. Keiner. Also ob wir nur noch 47 Lapis haben. Hä? Wo ist das viele Lapis hin? Habe ich das alles vercraftet? Oha. Okay. Okay. Da war es in dieser Truhe. Natürlich die einzige Truhe und die letzte. Und da. Die einzige. Und da. Hä, wie blind war ich? So. Und dann nehmen wir unsere Mentor. Und Lapis steht für Glück. Genau. Also machen wir es hier ganz oft so. Super viel Glück drauf. Denn wenn man mit Glück diese Seeds abbaut, dann droppen mehr von diesen Seeds. Warte, wie viel brauche ich noch? Oh, ich verkrafte das mal ganz fix zu Blöcken. So, mit Blöcken geht das nämlich ein bisschen schneller als 250 Mal das zu machen. Ich glaube, wir haben lang nicht genügend Lapis dafür. Aber ich mache trotzdem einfach mal alles drauf, denn das ist schon nicht schlecht, wenn man davon ein bisschen was hat. Boah, wir haben sogar schon 141 von den 450. So, dir kann ich schon mal eine schöne Aufgabe geben. Du darfst Blumen gießen. Ach nee, du hast schon eine Aufgabe. Stimmt. Lalala, alles gut. Hast du irgendwo Farbstoff? Farbstoff? Nee. Wofür brauchst du den? Für Smooth Stone. Kannst du normalen Cleanstone nehmen. Das geht auch. Ach so, ganz normaler Cleanstone geht auch? Ja. Okay, die Hälfte von dem Zeug haben wir schon. Das ist viel zu wenig. Also wir brauchen einfach nochmal 5 Stacks Lapis oder sowas. Nur damit wir Glück 3 bekommen, aber ja. Ich gieße mir hier mal ein paar Pflanzen. Warte, bis die gewachsen sind. Und ja, in der Zeit, was machst du gerade? Suchst du was? Ich arbeite gerade noch an dem Planter. Ah, okay. Pflanzen. Warum wachsen die so langsam? Übrigens, gell? Wir brauchen demnächst mal ein Division-Siegel. Denn dann bauen wir uns Unstable Ingots. Die sind übrigens übelst gefährlich, wenn du die in deinem Inventar zu lange hast. Dann explodierst du und die werden gelöscht und so weiter. Und die brauchen wir dann, damit ich dir dein Herz rausschneiden kann. Haha. ich bastel dir Herzkanister zusammen, okay? Wird alles gut. Dankeschön. Ah, sehr, sehr gut. Es hat sich jetzt schon unglaublich bemerkbar gemacht.
Die drei Pflanzen, die ich mit dem Glück abgebaut habe doppelt so viele Setzlinge getroppt. Das ist geil. Das ist cool. Die Pflanze muss wachsen. Die Pflanze muss wachsen. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 20 Stunden lang hier gewässert und habe jetzt das ganze Feld vor. Ey! Hey, das warst nicht du. Ich bin in die Pflanze gelaufen. Okay, ich dachte schon. Oh, verdammt. Hä? Du bist unsichtbar! Ah! Jetzt habe ich es kapiert. Du hast gerade einen Potion getrunken. Kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, wieder habe ich nur gehört, wie er irgendwas wirft. Hör auf, ich schlag jetzt mit dem Schwert um mich. Warte. Und wenn ich dich zufällig treffe, hast du ein Problem. Okay, ich höre auf. Du hast das Feld zerstört. Oh, sorry. Okay, ich mach dann jetzt mal hier. Boah, Alter, 46 Kohle sieht's. Ich begebe mich gerade auf die spannende Suche nach Truhen. Weißt du, wie man sich welche macht? Du musst Dust in eine Barrel tun. Ja, Dust in eine Barrel. Ja. So. 45 von diesen Essenzen, das ist extrem krass. Und ich würde sagen, ich guck mal hier nach den Seeds von dem Zeug halt. Und wir machen uns als nächstes die Iron Seeds hier. Dafür brauche ich jetzt das. Oh, dafür brauchen wir erstmal dieses Teil. Okay. Weak Infusion Stone. Unsere Weak Infusion Stone. Und drumherum diese coolen Essenzen. Und dann haben wir einen. Lol, der bleibt erhalten. Cool. Dann haben wir den hier. Mit dem müssen wir jetzt das machen. Das so. Und dann haben wir davon was. Jetzt mache ich mir aber erst nochmal sehr viel davon. Sagen wir einfach mal, keine Ahnung, eine unbestimmte Anzahl an sehr viel. Oder bist du stärker? Jetzt haben wir was davon. Jetzt was davon. Jetzt haben wir eine unbestimmte Anzahl von viele. Eine unbestimmte Anzahl von viele ist doch so. So. Okay, und jetzt müssen wir für die Iron Seeds den Strong Infusion Stone machen. Und dafür waren das die Glowstone, Chicken, Aluminium, Sulfur, Cow Essence, Copper, Lead, Salpeter. Ich glaube, wir nehmen Copper. Copper ist so ein bisschen orange. Erde, Feuer, Minzio. Ich suche einfach Copper Seeds hier. Okay, wir brauchen Copper in der Zwerg, hätte es gedacht. Copper 1, ups, 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier ein Copper Seed. Oh, warte mal. Ist dein Taumium-Schwert gut? Nein. Sich. Warte, wie ging die? Achso, ja. Hä? Copper-Ingots hab ich. So. Das hab ich auch. Und das hab ich auch. Da hab ich doch meine Copper-Sieb. Okay. Ich pflanze die hier mal ein bisschen an. Mehr, die das wir genügend haben, und wir sehen uns gleich jetzt. Gut, 9 Stück haben wir, das heißt, jetzt können wir uns. Ne, warte, Iron Seeds wollten wir haben. Iron Seeds, hier. Yeah. Mini, ne, Imperio Essence, also brauchen wir genau diesen hier. Drumherum diese Copper Essenzen und in der Mitte diesen Stein, dann haben wir diesen Stein. Okay, dann haben wir jetzt die Imperio-Essenzen. Und diese Imperio-Essenzen brauchen wir jetzt für unsere Eisen-Seeds.
nehme ich mir. Ich kann sogar mir gleich mal zwei machen. Obwohl, nee, ist Verschwendung. So. Eisen in hier hin. Dann hier rein. Das Zeug, das ist übelst wertvoll. Ich packe einfach die ganzen Steine mal hier rein. Und einer von diesen Mini-Seeds hier hin. Und dann haben wir unsere allerersten Iron Seeds. Das ist so geil. Wir haben einfach Iron Seeds. Wir können uns jetzt Eisen anpflanzen. Guckt euch an. Hier so ein bisschen hinstellen. Lalala, mit der Gießkanne rumlaufen. Und dann pflanzt man einfach automatisch Eisen an. Du pflanzt es an. Deswegen übrigens auch in der letzten Folge vegane Kohle, weil halt voll komplett 100% pflanzlich. Also ich meine, abgesehen davon, dass Kohle ja eh immer total pflanzlich ist. Halt, weil man es erntet von Pflanzen. Naja, ich verstehe schon. Frage. Sag. Also, bei den Tinkers Construct Schwertern kann ich mir nicht angucken, wie sie gemacht werden. Ja, das liegt daran, du musst hier, da musst du in diesen Table hier gehen, warte. Das ist dieser hier, wo ich gerade drauf stehe, musst du Rechtsklick machen und dann kannst du das Schwert auswählen, was du gerne haben willst. Und das Schwert, da siehst du dann, woraus das besteht. Oh, unsere erste Eisenblume ist gewachsen. Das klingt witzig. So, ich will das erste Eisen diese Folge noch herstellen, also nochmal kurzer Cut, bis gleich. Und ich warte jetzt. Ah, sehr schön, die letzte Eisenpflanze ist gewachsen. Dann mache ich mir heute unser erstes veganes Eisen. Was, man bekommt es als Erz? Hey, wie bescheuert ist denn das? Nee. Warum? Ich dachte, man kann sich das direkt aus diesen Teilen rauscraften, oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Smelting, ja, okay. Redstone Furnace, Alloy Smelter, Casting Table, Quick Crafting Block. Hier. Man kann sich das kann sich wirklich nur Eisenerz mit dem herstellen. Lol. Hier schenke ich 8 Eisenerz. So, während du versuchst, das Zeug hier, dein Dings zu craften, beende ich schon mal die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.